Hallo Leute und willkommen zurück. Ja, heute werden wir, genau, etwas noch an unserem Weg weiterbauen zu der einen Hütte. Wollen wir schon mal zumindest anfangen. Ja, und wir brauchen natürlich ein paar Boote noch. An unserem Boot stehe ich da unten in der Kiste, die packen wir auch noch rein. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an, damit wir da keine Zeit verlieren. Vorher werden wir natürlich noch ein bisschen Holz holen, damit das auch schneller vonstatten geht. Dazu huschen wir zu unserer schönen Baumfarm hin. Und werden das ein oder andere Bäumchen hier fällen. Kloppen wir sie einfach alle ab. Dann haben wir den Rest wieder in unsere Kohleproduktion, wo wir eigentlich ja nichts mehr davon brauchen, aber was wir haben, das haben wir. Gut, erstmal alles einstecken, das Inventar hatte ich ja schon komplett geräumt. Da ist ja Platz genug drin. Also sollten wir das ohne Probleme alles mitnehmen können. Na, lass mich da durch. Pflanzen wir direkt die neuen Bäumchen wieder an. War da richtig an der Stelle? Ja. Gut, hierhin, dahin und dorthin. Und da auch noch. Gut, dann haben wir das schon mal. Die restlichen Setzlinge packen wir wieder in unsere Truhe, da wo sie reingehören. Du da oben kannst ruhig drauf bleiben, das ist nicht schlimm. Wie viele Boote brauche ich denn? Ich glaube eine ganze. Habe ich überhaupt eine Workbench hier stehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da steht keine. Hier ist auch keine. Aber im Rucksack habe ich eine, genau. Die werden wir mal eben ganz kurz aufstellen. Und dann schauen wir mal, wie viele Boote wir kriegen. Das wären schon mal 12. Ja. Da muss ich mal ein bisschen Platz schaffen hier. Das kann drin bleiben, das auch. Gucken wir mal. Da brauche ich nur noch 3 Stück. Dann haben wir es. Wunderbar. Nee, Quatsch, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. So, jetzt haben wir es voll. Was mache ich mit den restlichen Sachen? Mit denen hier ist klar. Komm, ein Stack behalten wir mal vorsichtshalber hier. Und mit denen, na gut, die können wir in Sticks umwandeln später. Das ist nicht ganz so tragisch. Da ist voll. Da ist auch voll. Dann haben wir 2 da rein. Und den Rest packen wir da rein. Dann sind wir das nämlich auch los. Wunderbar. Ach ja, die muss ich auch wieder mitnehmen. Dann haben wir die Boote schon mal. Die packen wir jetzt erstmal da unten in die Kiste. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir unseren Gang jetzt etwas weiterbringen, damit wir da so einen Weg schon mal zu der einen Hütte hinkriegen. Zumindest schon mal anfangen. Ne? Oh, können wir da runter? Ja, das sollte gehen. Dann brauchen wir nämlich nicht so weit laufen. Das spart uns dann jede Menge Weg. Na, lass mich vorbei. So, die bauen wir jetzt hier rein. Dann ist die ganze Kiste komplett mit Booten ausgestattet. So, Sticks haben wir auch, falls wir welche für irgendwas brauchen, für Zäune und so weiter.
sind auch erledigt. Gut. Jetzt der Weg. Soll führen von, wo wir das letztens schon mal gesagt hatten. Hier erstmal lang, ist logisch. Hier müssten wir eigentlich, machst du eigentlich hier, hau ab. Und auch da offen machen. Dass wir da mit dem Boot vorbeifahren können. Das habe ich natürlich da auch noch ausgerechnet meinen Weg von meiner Lore hingebaut. Natürlich ein bisschen unpraktisch. Weil hier sollte der Weg jetzt so lang führen. Das müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ist das auch wieder so ein Zweierweg wird, oder wir machen daraus einen Einerweg. Reicht eigentlich auch ein Trampelfahrt mit wohl Zweier wäre natürlich besser. Dass er dann hier so lang geht, hier so durch. Hier so durch. Oh, wow. Oh, da sind ein paar Pferde drin. Was macht ihr denn hier unten? Da sind aber jede Menge Pferde drin. Ja, das ist blöd für euch. Gut. Hier runter, dann hier durch. Hier an dem Blumenmeer vorbei. Verschwindet es auch. Dann müssten wir hier so hoch an einer Lavaquelle vorbei. Ich nehme ich auch nochmal hier mit. Dann hier hoch. Hier so durch. Und da sehen wir ja schon die... Wow. Die Hütte. Da. Und da soll der Weg dann hinführen. Irgendwie. Das gefällt mir schon mal gar nicht hier unten. Das müssen wir später auffüllen. Habe ich denn zufälligerweise Erde dabei? Haben wir. Wunderschön. Dann können wir das ja auch eigentlich schon mal stopfen. Dann haben wir das Problem nämlich schon mal erledigt, dass wir da nicht reinfallen. Dann mit der Lava. Lassen wir einfach mal erstmal so. Ja, was mache ich mit euch? Was macht ihr eigentlich alle hier unten drin? Müsste ich euch eigentlich retten, ne? Damit ihr hier wieder rauskommt. Das ist jetzt die Gelegenheit für euch, hier knurren zu gehen. Denn hier wird der Weg nämlich durchführen. Das werden wir noch so ein bisschen versuchen abzuschrägen. Damit wir das nicht ganz so steil haben. So angucken, ja, das geht ja noch. Oh, es wird gerade Nacht. Ist schon Nacht. Hallo, habe ich zu viele Weise? Ja, habe ich, Gott sei Dank. Schmeißen wir das mal eben. Da geht nicht, aber da geht's. Bleib hier. Lauf mir nicht weg. Gut, dann müssen wir noch weiter runter. So, ach, da geht hier auch noch so. Das ist ein großes Stück. Okay. Das geht. Da können wir wieder. Nein. Das kann man sich so angucken. Das geht noch. Und die nächste Ebene. Okay, das bleibt so. Den lassen wir auch einfach hier so kreuz und quer drin stehen. Passt. Okay. Dann noch diese eine Ecke und dann haben wir es ja schon. Ist ja schon mal angepasst. So, wunderbar. Der Rest macht das Gras. Gut. Dann müssen wir uns jetzt erstmal Steine holen und dann gucken, dass wir hier die Lampe müsste auch versetzt werden. Dann gehen wir nämlich direkt hier so durch, machen wir so ein schönes kleines Geländer hin. Brauche ich eigentlich die doch, oder?
Gehen wir hier so lang. Hier so. Nein. So. Muss ich was von dem Hügel auch noch wegnehmen, was ich eigentlich nicht möchte. Dann wird der Weg so noch eins breiter. Aber da setzt man die normalen flachen Steine rein. Halt dann komplett bis auf den Boden. Anders geht ja da nicht. Oder wir lassen die nur eine Ebene hoch. Muss ich mal gucken, wie das von der Seite aussieht. Muss man sich mal anschauen. Erstmal müssen wir auf jeden Fall ein paar von diesen Steinen machen. Kies müssen wir mitnehmen. Zaun müssen wir mitnehmen. Dann müssen wir noch mitnehmen Pflasterstein. Autsch! Haut die Tür mich einfach, ich gib's ja gar nicht. Können wir ein bisschen von der Erde wieder wegpacken direkt. Ja, weil wir davon zu viel haben. So, das Holz und die Wisslinge können auch weg. Die brauchen wir auch nicht. Das war ein weiter. Hier war das Holz, das war Fichte. Eiche war hier. Wilke kommt dahin. Gut, die Setzlinge waren woanders. Die schmeißen wir da rein. Können natürlich nachher noch ein paar neue Bäume pflanzen haben. Müssen wir mal schauen, wo die dann hinkommen, wenn es denn soweit ist. So, jetzt müssen wir noch... Was haben wir denn eigentlich noch hier? Wir brauchen ja sowieso... Zaun haben wir gesagt. Dann haben wir gesagt... Na, die brauchen wir sowieso auch. Dann brauchen wir... Treppen habe ich davon jetzt gar nicht, wie ich sehe. Die müssen wir noch machen, aber die können wir schon mal mitnehmen. Von dem müssen wir uns auch noch welche machen. Da haben wir noch genug drin. Wie viel kriegen wir da zusammen? Okay. Ach, hauen wir komplett alle weg, dann haben wir auf jeden Fall genug für den ganzen Weg. Dann brauchen wir noch, genau, Pflasterstein habe ich ja gesagt. Da haben wir drin, nehmen wir auf jeden Fall mal ein paar Stacks mit. Das gleiche ist natürlich auch für Kies angesagt. Muss ja auch ausgekleidet werden dann der Weg später. Habe ich das schon so weit verbraucht? Da bin ich jetzt aber echt verstutzt. Na gut, Platz im Inventar brauchen wir ja auch noch. Tun wir erstmal wieder so ein paar Sachen hier noch rein. Damit wir den Sand nämlich aufnehmen können, den wir unterwegs nämlich da abbauen werden. Dann können wir direkt davon welche in Zaun umwandeln. Da kommen wir nicht weit mit. Das könnte schon besser sein. Wir haben ja noch genug Holz, ne? Habe ich ja gerade gesehen. Können wir uns ja noch genug machen. Genau. Gut. Brauche ich sonst noch was? Ich könnte... Na gut, mit den Lampen muss ich mich später mit beschäftigen. Die wird dann an den Wegrand hinsetzen werden. Erstmal ist wichtig, dass wir so ein bisschen die Grundstruktur von dem Weg haben. Ich wundere mich, dass ich keine Monster sehe oder höre oder irgendwie sowas. Aber dann müsste eigentlich auch friedlich sein. Nee, friedlich, Quatsch, auf einfach. Diese Latüchte müssen wir dann versetzen. Die wird dann auf diese Ecke hier kommen. Wie sieht's denn aus, wenn ich das so mache? Ach, das geht eigentlich. Da sieht man ja nichts drunter. Perfekt, dann machen wir das nämlich so. So machen wir das ganz bestimmt nicht.
fällt ja gar nicht auf, dass da drunter dann das so aussieht. Das macht also nichts. Perfekt. Sehr schön. Da muss der Baum ja natürlich auch weichen. Und da können wir uns ja dran vorbeibauen. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall muss es hier runtergehen. Und du musst jetzt weg. Da können wir natürlich die Schere nehmen. Noch haben wir die ja. Wir müssen uns mal eine neue vermachen. Weil die kann man leider nicht reparieren. Aber wir können ja eine mit Behutsamkeit machen, dann die nutzt sich ja nicht ab bei der Geschichte. Das habe ich aber auch schon immer gesagt. So. Dann kommt das wieder so. Hier können der Weg einfach noch gerade bleiben. Wenn wir noch ein Stück weiter gehen können. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da so schräg dann reingehen. Von den. Ups. Einen hätten wir noch wegmachen können. So. Hier kommt dann natürlich dann Pflasterstein und Kies rein, samt noch ein paar Bemooste. Die müssen wir uns dann noch besorgen. Hier könnten wir ja dann direkt an der Stelle auch noch einen hinsetzen. Und da haben wir dann unsere Laterne wieder drauf. So. Na komm schon. Perfekt. Dann haben wir das schon mal.